Also ich bin Cornelia Bolsch, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Flocke Naturkost. Das ist ein Bioladen im Freiburg Osten in Littenweiler. Den gibt es schon seit 1984. Also Hintergrund, ich habe Lehramt studiert und damals war die Situation schwierig für eine Stelle zu bekommen. Gleichzeitig habe ich Vorerfahrung im landwirtschaftlichen Bereich von zu Hause aus und mein Opa war Bäcker und die Tante hatte ein Lebensmittelgeschäft. Wahrscheinlich kommt es daher, dass ich auf die Idee kam, auch einen Laden zu machen. Und dann war natürlich damals Bio das Neue, das Spannende, das Bessere, sage ich mal. Deshalb hat es mich sehr angesprochen und dann habe ich den Laden angefangen mit zwei anderen Leuten. Vor Corona war alles ganz normal. Die Leute sind einkaufen gegangen, wie es ihnen beliebt hat. Und sie wurden bedient. Wir konnten uns im Laden bewegen, wie wir wollten. Das war mit Corona, mit Abstand halten, plötzlich ganz anders. Plötzlich hatten wir zu wenig Platz im Geschäft. Der Laden hat 80 Quadratmeter Verkaufsfläche, ist nicht riesig. Normalerweise kommt man gut aneinander vorbei, aber dann wurde es ganz schwierig. Man musste die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie Abstand halten. Damals am Anfang gab es noch keine Masken. Es war sehr schwierig. Manche Leute wollten nicht sich an unsere Anweisungen halten. Wir haben einen Rundlauf eingeführt, damit man eben besser, ne, diesen Abstand halten kann. Wir haben auch dann schlussendlich eine Mittagspause eingeführt, weil es für uns zu anstrengend wurde, die ganze Zeit aufmerksam zu sein, zu schauen, dass wir nicht auf die Leute drauflaufen, dass sie nicht aufeinander drauflaufen. Und das ist immer noch so ein Thema. In der Anfangszeit, als klar war, okay, jetzt kommt Corona, war ja 10 Tage lang extrem viel los. Dann hat sich's gewendet. Die Leute hatten gewisse Dinge gehamstert, sage ich mal. Und dann gab es Probleme, besonders im Bereich Hefe und Mehl, das eben wieder nachzubekommen. Da wurde sehr viel aufgekauft, auch in dem Bereich passierte Tomatenprodukte. Da mussten wir dann gucken, ob wir ausweichen können auf andere Hersteller wie normalerweise. Mal gab es dann auch Lücken im Regal, manchmal kam man nicht nach. Wir haben dann eingeführt, dass wir nur noch im Mehlbereich nur noch pro Sorte eine Tüte rausgegeben haben oder eine Großpackung, die man auch kaufen konnte, die wir normalerweise nicht haben. Und bei Passata ähnlich, also Haushaltsmengen, keine überproportionalen Mengen. Das reglementiert die Kunden wiederum. Das gefällt nicht allen. Möglicherweise bleiben sie dann weg. Ja, generell kann ich nur sagen, dass wir bei uns im Laden ja bevorzugt regionale Bioprodukte verkaufen, uns teilweise auch direkt von Gärtnern beliefern lassen. Für uns springt dann immer oder ist immer die Basis auch der regionale Großhändler Ringlin in Eichstätten und auch der regionale Großhändler vom Bodensee Bodan, die ja immer Produkte von Erzeugern aus der Umgebung bevorzugt handeln. Und so machen wir das eigentlich auch. Wir nehmen natürlich Produkte hinzu aus Europa oder auch von weiter weg, wenn sie Bedarf besteht oder halt bei uns diese Produkte nicht zur Verfügung stehen. Ja, also ich finde es wichtig, dass es mehr kleinere Läden gibt, weil kleinere Läden sich im Bereich Regionalität, Bio stärker engagieren als große Bioläden. Und damit die Existenz von kleineren Läden langfristig gesichert wird, finde ich es möglicherweise sinnvoll, dass Kundenanteile am Geschäft kaufen, an dem Laden kaufen und dadurch den Aufwand, der betrieben wird, mitfinanzieren. Das Klima ist natürlich auch ein großes Thema in dem Zusammenhang. Also wenn dann durch Klimaveränderungen die Erzeugung schwerer wird, gibt es weniger und müssen trotzdem alle satt werden und dann werden die Produkte entsprechend teurer.